2 Ich lief am schnellsten und erreichte als erster den Waldrand. Als ich im Tal die kleine Stadt Schevenborn um ihren Burghügel liegen sah, erschien sie mir im ersten Augenblick wie immer. Nur, dass ein brauner Dunst über den Dächern lag. Das war Staub. Dann sah ich die Rauchschwaden zwischen den Häusern hervorquellen. Judith kam hinter mir, sie sagte: Der Kirchturm ist weg. Da sah ich's auch: Der Kirchturm fehlte nur der dicke alte Burgturm war noch da. Als die Mutter uns erreichte, warf sie nur einen kurzen Blick auf die Stadt und schrie dem Vater zu, der noch im Wald war Schäfenborn brennt. Mein Gott, die Eltern. Judith und ich wollten weiterlaufen, aber die Mutter rief Wir bleiben zusammen, dass er mir ja nicht ins Feuer rennt. Der Weg hinunter bis zu den ersten Häusern kam uns entsetzlich weit vor. Wir waren diesen Weg ja sonst immer nur mit dem Auto gefahren. Während wir liefen, veränderte sich die Stadt vor unseren Augen. Es qualmte an immer mehr Stellen. Flammen schlugen aus den Dächern, wanderten weiter, vermehrten sich, und schließlich verschwand der ganze Stadthöhl unter einer dichten, dunklen Rauchwolke. Aber die war nichts gegen das Gewölk, das hinter dem kalten Berg am Himmel in Richtung Fulda stand. Wir konnten jetzt auch erkennen, dass viele Häuser keine Dächer mehr hatten. Wir schauten in die Dachböden hinein. Als Judith und ich einmal stehen blieben, um auf Mutter und Vater zu warten, sagte Judith: Hörst du die Schreie? Roland? Ja, ich hörte sie auch. Leute schrien in der Stadt. Es hörte sich schrecklich an. Aber es kam mir alles so unwirklich vor, als müsste ich nur aufwachen wollen, um Schevenborn wieder so sehen zu können, wie es immer war. Eine malerische, gemütliche kleine Stadt mit vielen Blumen. Am ersten Haus, an dem wir vorbeikamen, war ein Teil von Dach und Giebelmauer weg. Unter den Trümmern lag ein halb zerdrückter. Ein Hund jaulte und eine Frauenstimme jammerte Bernhard. Bernhard. Dann liefen wir wieder an den Feldern und Gärten vorüber. Es roch immer stärker nach Brand. Wir konnten jetzt auch schon das Feuer knacken und prasseln hören. Eine alte Frau kam uns auf der Straße entgegen. Sie trug einen Dackel auf ihren Arm. Sie hatte vergessen, ihre Bluse zuzuknöpfen. Das ist der Weltuntergang. Das ist der Weltuntergang. schrie sie immer zu. Frau Pakulat. rief meine Mutter, als die Frau uns erreicht hatte. Wissen Sie etwas über meine Eltern? Die Felberts am Südtor. Aber die Frau sah und hörte nichts. Mit ihren Augen rannte sie weiter. Ich drehte mich zu meinen Eltern um und zeigte hinüber auf die Schule. Die sah nur noch aus wie ein Gerippe. All die großen Fenster waren ohne Scheiben. Dann kamen wir in die Innenstadt. Da sahen wir es richtig, was geschehen war. Einige Fachwerkhäuser in der Webergasse waren zusammengestürzt. Aus der Bäckerei Zechmeister quoll dicker Qualm. Überall lagen Blumenkästen, Dachziegeln und ganze Fassaden auf der Fahrbahn. Die Tankstelle Stotz brannte lichterloh. Ein Mann versuchte verzweifelt mit seinem Auto aus der Gasse herauszukommen. Er hubte wie wild. Der Wagen schaukelte über den Schutt und blieb zwischen den Balken hängen. Niemand kümmerte sich um ihn. Die Leute waren wie verrückt. Sie versuchten zu retten, was ihnen gehörte. Viele schleppten Verletzte. Ich erkannte den Herrn Winterberg. Der trug die Annemarie. Ihr Kopf war blutig. Ihre Arme hingen schlaff herab. Mit der Annemarie hatten wir in den Ferien oft gespielt. Als wir unterhalb der Jugendherberge vorbeikamen, hörten wir darin die Kinder schreien. Und vor der Uhrmacherei Bendix lag eine Frau unter den Schaufensterscherben in einer Blutlache und rührte sich nicht. Judith lief ins Färbergässchen hinein, weil sie nicht daran vorbei wollte. Aber der Vater rief sie zurück. Da griff sie nach meiner Hand, kniff die Augen zu und ließ sich von mir führen, obwohl sie älter war als ich. Wir wollten quer über den Marktplatz zum Südtor hinunterlaufen, aber wir kamen nicht durch. Rings um den Marktplatz brannte es lichterloh. Die Hitze zwang uns umzukehren. Wir versuchten, durch die Lantener Straße vorwärts zu kommen. Aber dort brannte das Eckhaus mit der Apotheke und der Wind wehte die Funken auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo es auch schon aus dem Dach qualmte. Da machten wir einen Umweg über die Fulderer Straße. Dort brannten zwei Dächer. Aber man kam noch dran vorbei. Vor der Tür eines der brennenden Häuser schrie eine Frau nach der Feuerwehr. Aber keiner, der vorüberhastete, kümmerte sich um ihr Geschrei. Ein Mann überholte uns, dem lief Blut übers Gesicht. Sein Haar war blutverklebt. Er trug ein kleines Kind, das auch ganz blutig war. Er lief ins Hospital, das an der Fuldaer Straße lag. Als wir dort vorüberkamen, drängten sich auf dem Innenhof und unter dem großen Torbogen viele Verletzte und Leute, die Verletzte führten oder trugen. Dann erreichten wir endlich das alte Fachwerkhaus unserer Großeltern. Wir atmeten auf. Es stand noch. Vor der Haustür lag ein Schuttberg aus Mörtelbrocken und Dachziegeln, und die Fensterscheiben waren auch alle kaputt. Aber das fanden wir inzwischen gar nicht mehr schlimm. Die Mutter beugte sich in ein offenes Fenster und rief Fati, Mutti. Als sich nichts rührte, rannte sie um das Haus und schrie in die Küchenfenster hinein. Ich lief hinterher. Niemand antwortete. Aber im ersten Stock hörten wir Frau Kramer jammernd ihre Scherben zusammenfegen. Sie wohnte bei den Großeltern zur Miete. Da rief meine Mutter hinauf, ob sie wüsste, wo ihre Eltern seien. Frau Kramer beugte sich aus dem Fenster und schrie: "Ach Gott, Frau Benewitz, sie sind heute morgen nach Fulda gefahren. Sie haben sie erst für den Nachmittag erwartet. Sie wollten noch schnell ein Zelt für die Kinder kaufen. Bei Karstadt gibt's gab's Zelte im Sonderangebot." Wenn ihnen nur nichts zugestoßen ist in diesem sie fand keinen Namen für das, was geschehen war. Die Mutter rannte wieder nach vorn zum Vater, den Kerstin den am Hosenbein hing. Er hatte auch eben von der Nachbarin, der alten Frau Malek, erfahren, dass unsere Großeltern in Fulda waren. Sie wollten um elf wieder da sein, sagte sie und schaute auf ihre Uhr, aber die war stehen geblieben. Verstört starrte sie die Uhr an. Es muss schon elf sein, sagte sie. Sie müssen jeden Augenblick zurück sein. Meine Mutter sah meinen Vater an. Wenn sie nun wirklich in Fulda gefallen ist, murmelte sie. Ja, antwortete er. Ich muss hin, sagte sie. »Bist du wahnsinnig?« schnauzte er sie an. »Wenn es wirklich eine war, dann ist doch dort auch nichts mehr. Nur alles verseucht.« »Ich bin ihr einziges Kind, Klaus«, rief sie. »Ich kann sie doch nicht einfach so aufgeben. Ich komme schon zurück.« Schon lief sie in Richtung Schlosspark fort. Kerstin brüllte. »Bis Fulda sind's mehr als zwanzig Kilometer«, rief ihr der Vater nach. »Wie willst du das zu Fuß schaffen?« »Ich halte was aus, das weißt du doch«, rief sie zurück. Eher als du. Bleib bei den Kindern. Und weg war sie. Der Vater rannte ein paar Schritte hinter ihr her, dann kehrte er um. Mutter war viel sportlicher als er. Beim Wandern hatte sie ihn auch meistens überrundet. Er hatte keine Chance, sie einzuholen. Soll ich ihr nachrennen? fragte ich. Aber das erlaubte er nicht. Er ließ uns durch das Küchenfenster ins Haus klettern und reichte uns Kerstin zu. Die holte immer noch und wollte sich nicht trösten lassen. Sie kommt ja bald wieder, sagte ich. Judith warf mir einen schrägen Blick zu, der heißen sollte, »Lüg doch nicht so!« Ich zuckte mit den Schultern. In der Wohnung der Großeltern sah es aus wie immer, außer dass überall unter den Fensterbänken Scherben lagen und der Wind durch die Räume strich und die Gardinen bewegte. Auch ein paar Bilder waren von den Wänden gefallen und eine Kaffeekanne war vom Küchenschrank gekippt. »Seht zu, dass ihr was zu essen findet«, sagte der Vater zu Judith und mir, als sie die Maleks um Hilfe baten. Ihn hatten die Dachziegel den Kaninchenstall zertrümmert, Neun Kaninchen hoppelten über den Schutthaufen. Judith hatte keinen Appetit, aber Kerstin und ich aßen. Im Schrank fanden wir ein Glas mit Holundergelee. Das war unser Lieblingsgelee. Zu Hause in Bonames gab es das nie. Wir aßen fast das ganze Glas leer, ohne Brot. Wir waren ziemlich sicher, dass an einem Ausnahmetag wie diesen niemand wegen eines bisschen Gelees mit uns schimpfen würde. Natürlich aßen wir auch Brot. Das belegten wir mit dicken Wurstscheiben von Selbstgeschlachteten. Kerstin lachte wieder. Beiläufig fragte sie zwischendurch mal nach der Mutter. Eine Viertelstunde später kam der Vater gelaufen und trieb uns Hals über Kopf wieder aus dem Haus. In der Straße war Feuer ausgebrochen. Der Wind wehte in unsere Richtung. Wir flüchteten in den Schlosspark. Judith schleppte den einen Koffer, ich den anderen. Kerstin trug Mutters Tasche. Mutter hatte sie auf dem Fensterbrett vom Küchenfenster vergessen. Ich ließ Judith und Kerstin bei den Koffern im Schlosspark und rannte zurück. Um Vater zu helfen. Der hatte angefangen, die Wohnung der Großeltern auszuräumen. Auch Frau Kramer warf ihren Hausrat aus dem Fenster. Schon stapelten sich Großvaters und Großmutters und Frau Kramers Matratzen, Stühle, Federbetten, Kleider samt Kleiderbügel hinter Großvaters Werkstatt auf Frau Kramers Blumenbeeten. Wir schleppten und schleppten. Wir schufteten wie die Irren. Über uns wälzte sich der Rauch der brennenden Häuser. Stoben Funken durch die Luft. Von überall her tönte Geschrei. Oben jammerte Frau Kramer, schräg gegenüber klagte Frau Malek. Es blieb gar keine Zeit, an irgendwas zu denken. Das Feuer rückte näher. Drei Häuser brannten schon in unserer Gasse. Auch die Nachbarn räumten ihre Häuser aus. Oberhalb vom Südtor, auf dem Hang zum Marktplatz hinauf, standen ganze Häuserreihen in Flammen. Und auch aus den Neubauvierteln drüben am Eichholz stieg Rauch auf. Ab und zu dröhnte es. Heizöltanks explodierten. Dichter Qualm lag über der ganzen Stadt, der langsam nach Osten abzog. Man konnte kaum atmen. Wir hatten Glück im Unglück. Nur der Dachstuhl wurde an einer Seite durch den Funkenflug angesenkt. Da drehte sich plötzlich der Wind, wehte von Norden her und trug die Funken zurück in die Trümmer der bereits ausgebrannten Häuser. Vater kletterte auf den Dachboden und erstickte das Feuer, wo es noch in den Balken schwelte. Dabei stellte er fest, dass sich große Risse durch die Mauern zogen. Frau Kramers Wohnung war nicht mehr bewohnbar. Die Decke konnte jeden Augenblick einstürzen. Das Feuer griff südlich von unserer Straße weiter um sich, obwohl der Wind gegen Abend ganz einschlief. Noch bis zum nächsten Morgen sollte es dauern, bis der letzte Brand in Schevenborn erloschen war. Am späten Nachmittag begannen wir, die Wohnung der Großeltern wieder einzuräumen. Jetzt half auch Judith mit, während Kerstin in Großvaters Werkstatt bleiben musste, wo sie vor Wut und Langeweile brüllte. Das Einräumen ging sehr langsam, und bei manchen Möbeln konnten wir uns nicht mehr erinnern, wo sie gestanden hatten. Auch die gerammten Fotos und die Wandvasen, die Topfflumen gerieten in Unordnung. Als wir endlich alles wieder drin hatten, die schweren Möbel hatten wir sowieso im Haus stehen lassen müssen, kamen uns die Räume fremd vor. Es war auch alles verrußt und Roch nach Rauch. Durch die scheibenlosen Fenster drang Brandgeruch und die Vorhänge bewegten sich in der Zugluft. Vater ließ Judith ein Abendessen richten, dann schickte er uns zu Bett. Ich schlief in Großvaters Bett, Judith in Großmutters. Und Kerstin schlief zwischen uns. So zu dritt fühlten wir uns sicherer in all dieser Unsicherheit und dem nächtlichen Haus, in dem es kein elektrisches Licht mehr gab. Vater aber aß so gut wie nichts und ging auch nicht schlafen. Er wartete in der dunklen Küche auf Mutter. Sie kam erst spät in der Nacht, ich schlief schon, Kerstin auch, aber Judith hatte sie kommen hören. Sie weckte mich und wir stürzten beide voller Freude in die Küche, aber wir prallten zurück. Da hing ein schwarzgesichtiges, schmutziges Wesen an Vaters Hals und weinte laut. Und nur an der Stimme erkannten wir unsere Mutter. Sie sah aus, als hätte sie sich in Asche gewälzt. Als sie uns kommen hörte, warf sie den Kopf herum und schrie: Geht raus! Geht sofort ins Bett! Geht weg, hört ihr? Wir waren wie vor den Kopf geschlagen und schlichen verstört in unser Schlafzimmer. Es war eine helle Nacht. Ich konnte Judiths Gesicht erkennen. Was hat sie? flüsterte ich, nachdem wir die Tür geschlossen hatten. Judith hob die Schultern und legte ihr Ohr an die Tür, um zu lauschen. Das tat ich auch. Wir hörten lange nichts als Mutter schluchzen. Vater blieb stumm. Er wartete, wie uns schien, bis sie von selbst zu erzählen anfing. Fulda ist weg, sagte sie plötzlich. Der Vater schwieg immer noch. Ob du es glaubst oder nicht, wir hörten Mutter erregt sagen. Es ist alles weg. Auch Hora's und Sickels und alle anderen Vororte. Einfach wie weggefegt. Ich bin auf den Hügel gestiegen, von wo aus man Fulda liegen sehen kann. Da war nichts zu sehen als eine schwarze, wellige Fläche. Kein Baum, kein Haus, nur hier und dort ein abgebrochener Betonsockel, erst in Gläserzell soll es Überlebende gegeben haben. Ich bin Kämmerzellern begegnet. Sie waren grauenhaft zugerichtet, verbrannt, bestümmelt, blind. Sie kommen das Fulda-Tal herab. Sie suchen nach Ärzten und Verbandplätzen, nach Lebensmitteln und Unterkünften. Sie schleppen sich am Fulda-Ufer entlang, denn die Dörfer am Fulda-Grund und die Wälder brennen. Die Straßen sind versperrt von ungestürzten Bäumen und Lichtmasten und Trümmern. Ich bin auch an der Fulda entlang gewandert. Dort versammeln sich die Halbverbrannten. Ich bin vielen begegnet, die vor Durst halb wahnsinnig waren. Sie haben aus dem Fluss getrunken, der voll Asche und Leichen und sicherlich radioaktiv verseucht ist. Die das Ufer nicht mehr erreichen konnten, werfen sich auf die Erde und saugen das Wasser aus den feuchten Wiesen. Viele von ihnen sind nackt. Es hat ihnen die Kleider vom Leib gesenkt. Die Fuldaauen liegen voll von Leichen. Im Ufergestrüpp, im Schilf, zwischen den toten Küden, auf den Koppeln gehäutete leichen verbrannte leichen sie fing wieder an zu weinen wir hörten vaters stimme aber er sprach so leise dass wir ihn nicht verstehen konnten und kinderleichen rief sie so viele kinderleichen widersprach der vater er sprach sehr ruhig trotz allem gibt's noch so viele überlebende schluchzte die mutter sie kommen nur langsam voran so am ende wie sie sind ich hab sie alle überholt und morgen werden sie hier sein. Morgen wirst du sie auch sehen können, die Gehäuteten und Haarlosen. Sie werden ganz Schävenborn füllen. Lass unsere Kinder in den nächsten Tagen nicht vor die Tür. Von dem, was sie dann sehen müssten, bekämen sie einen Schock fürs Leben. Es wurde sehr still. Nach einer Weile sagte die Mutter deutlich, sie werden nicht wiederkommen, Klaus. Ich hielt den Atem an. Wer wird nicht wiederkommen? flüsterte ich in der Dunkelheit zu Judith hinüber. Die Großeltern, flüsterte sie zurück. Wir können zurückfahren, hörten wir die Mutter sagen, gleich morgen. Zurückfahren? sagte der Vater. Hast du die Bäume auf der Straße vergessen? Wir sitzen hier fest, Inge. Wir müssen erst mal warten, bis die Straßen wieder offen sind. Oder willst du zu Fuß nach Bonames wandern? Aber wenn hier alles verseucht ist, fuhr die Mutter auf. Dann ist es sowieso zu spät für uns, sagte der Vater. Du bist ja auch noch mitten hineingerannt. Du meinst, stöhnte die Mutter, es gibt nichts mehr zu hoffen? Lass uns hoffen, dass wir Glück gehabt haben, sagte der Vater. Der Wind kam nicht von Fulda her. Lass uns an eine winzige Chance glauben, Inge. Ja, ja, rief die Mutter. Wozu hätten wir sonst überlebt? Dann wurde es in der Küche endgültig still. Die Tür zur guten Stube knarrte. Ich glaube, unsere Eltern schliefen in der Nacht auf dem Flauschteppich. Jedenfalls war am nächsten Morgen voller Asche. Wir tasteten uns in die Betten und lagen noch lange wach, Judith und ich. Aber die Menschen, flüsterte ich. Wo sind denn all die Menschen hin, die in Fulda gelebt haben? Fulda hat, hatte, sechzig oder siebzigtausend Einwohner. Die können doch nicht einfach weg sein. Warum nicht? antwortete Judith. Man hat nur Mühe, sich das vorzustellen. Und wenn hier alles verseucht ist? fragte ich. Es klang so sagte Judith langsam, als ob wir dann auch sterben müssten. Bald. Kannst du dir das vorstellen? Nein, sagte Judith. Noch nicht. Ich lauschte noch eine Weile den klagenden Stimmen, die aus der Stadt hereindrang, und dachte an meine Großeltern. Ich versuchte, sie mir wie die Überlebenden in den Fuldaauen vorzustellen. Das konnte ich nicht. Dann dachte ich sie mir tot. Doch dabei setzten meine Gedanken aus. Ich fühlte mich hohl. Wie leer, wie ausgetrocknet. Meine Augen brannten, ich versuchte zu schlucken, die Kehle war mir ausgedörrt. Schläfst du, Judith? flüsterte ich. Nein, antwortete sie. Wie könnte ich? Nur Kerstin schnarchte friedlich. Und in der Küche tickte Großmutters alte Wanduhr, wie eh und je. Glaubst du, sie sind tot? fragte ich, aber Judith antwortete nicht mehr. Am nächsten Morgen fiel ein schwarzer Regen. Er schwärzte alles, was nicht schon verrußt war. Mutter schlief bis zum Mittag. Vater ermahnte uns, leise zu sein. Einmal hörten wir sie stöhnen. Vater rannte zu ihr ins Zimmer. Sie schlug um sich und schrie wie in Todesangst. Vater brauchte lange, bis er sie beruhigt hatte. Judith hielt sich die Ohren zu. Ich aber lief zur Mutter hinein und rief: Und die Großeltern? Da packte mich Vater und zog mich aus dem Zimmer. Ich suchte Judiths Blick, aber sie schaute an mir vorbei. An diesem Tag und auch an den folgenden Tagen ging sie mir aus dem Weg. Sie ging allen aus dem Weg. Sie war ganz aus dem Gleis, wie Großmutter immer gesagt hatte. Ihr grauste es vor der Dämmerung, die auch um die Mittagszeit nicht weichen wollte. Vor den Rauchschwaden der Waldbrände, vor dem Brandkruch, der über der Stadt lag. Vor den klammen Federbetten und dem Gejammer von Frau Kramer, die einen Hausrat zu den Mackenhäusers einer Nachbarsfamilie hinüberräumte. Dass kein Wasser mehr aus der Leitung floss und der elektrische Strom ausblieb, versetzte sie in eine Wut, die ich bis jetzt nicht an ihr gekannt hatte. Schließlich wollte sie in Großvaters Garten gehen. Dort hoffte sie wohl, sei die Welt noch in Ordnung. Der Garten lag am Flehenhang. Um dorthin zu kommen, hätte sie die ganze Stadt durchqueren müssen. Das erlaubte Mutter nicht. Da wühlte sich Judith heulend in Großmutters verrostes Federbett, sprach den ganzen Tag nicht mehr und aß auch nichts. Nur Kerstin durfte zu ihr kommen und sie streicheln. Die Großeltern? Niemand erwähnte sie mehr. Keiner von uns fragte nach ihnen. Nur ab und zu schauten Nachbarn oder alte Bekannte von ihnen zum Fenster hinein und seufzten bekümmert. Ich wollte nur mal nachsehen, ob sie vielleicht nicht doch... Es hätte ja sein können. Und. Ja, ja, sie haben's hinter sich. Sie haben's überstanden. Man sollte sie beneiden. Unser herzlichstes Beileid. Erst ein paar Tage später hörte ich einmal Mutter zum Vater sagen, hoffentlich sind sie gleich im selben Augenblick verglüht. Dazu fiel mir nichts anderes ein als der Draht in einer Glühbirne, der aufglüht und wieder erlischt. Wie aber konnten Menschen verglühen? Ich grübelte darüber nach, ich träumte davon. Für mich lebten die Großeltern in irgendeinem Versteck. Eines Tages würde die Tür aufgehen und sie würden wieder da sein. Dann wäre das Dach wieder ganz, und Frau Kramer wäre wieder in der oberen Wohnung und all der Spuk wäre weggewischt. Als wäre die Bombe nie gefallen.